Und ich muss euch nicht erzählen, was man alles mit mir macht, liebe Geschwister. Und ihr seht das. Diese Dinge, die mit uns gemacht werden, die gehören zu den Prüfungen dazu. Eine Frage, sind wir besser als der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam? Sprich mit mir. Was haben sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Sie haben ihn einen Lügner genannt. Richtig? Du weißt es. Sie haben ihn einen Zauberer genannt. Sie haben ihn einen Verrückten genannt. Sie haben Aisha bezichtigt, dass sie Ehebruch begangen hat, Unzucht begangen hat. Was denkt ihr? Zu wem kehrt das zurück? Das ist die Ehre vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sie haben seine Ehre beschmutzt. Sie haben ihn verbal attackiert. Sie haben ihn körperlich attackiert. Und er musste fliehen aus seiner Stadt sallallahu alaihi wa sallam. Während er Sujud gemacht hat, sich niedergeworfen hat vor Allah, seinem Herrn, kam ein Shaitan und kippte eine ganze Tüte voller Innereien über seinen Kopf. Bis Fatima radiallahu anha, die noch ein kleines Kind war, kam und diese gesamten Innereien vom Kopf von ihrem Vater entfernt hat. Das war das Leben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sogar als er vertrieben wurde aus Makkah, ging er nach At-Ta'if, weil er dort voller Hoffnung war, dass die Leute ihm dort zuhören werden. So schickten die Menschen dort ihre Kinder heraus, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Steinen beschmissen haben. Mit Steinen. Überlege, das ist der Liebling Allahs. Das bin nicht du oder ich. Das ist der Liebling Allahs, den Allah am meisten unter seinen Geschöpfen geliebt hat. Allah hat ihn auch diese Prüfung spüren lassen. Erleben lassen. Dieser wurde so mit Steinen beworfen, bis, liebe Geschwister, das Blut in die Sandalen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hereingesickert ist. Subhanallah. Und diesen Menschen hat Allah azza wa jalla am meisten geliebt, ja? Ja. Was denkt ihr da? Natürlich werden die Leute unseren Ruf schaden wollen. Und natürlich werden diese Leute Lügen über uns erzählen. Und natürlich werden diese Leute versuchen, die Menschen von uns abzuschrecken und uns Extremisten und Dschihadisten und ISIS-Leute nennen. Das ist normal. Das müssen sie machen, ansonsten wäre der Koran und die Sunna falsch. Hasha. Hasha. Dass so etwas falsch ist. Allah azza wa jalla hat die Geschichte gleichgelassen. Nur die Schauspieler ändern sich. Nur die Schauspieler. Sie ändern sich, o Diener Allahs. Man wird mit uns machen, was man macht. Und man wird versuchen, uns als übelste Leute darzustellen. Aber der Erfolg ist bei Leuten, die diesen Weg kennen und ihn studiert haben. Und die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen und deswegen Geduld zeigen bei Allah, weil sie wissen, es lohnt sich, Geduld zu zeigen. Möge Allah uns geduldig machen.